Hey, liebe Plattenfreunde, hallo, Guidos Plattenkiste hier, 157 oder irgendwie sowas. Lange nicht gesehen, irgendwie so. Ich muss tatsächlich zugeben, dass ich etwas unter Strom stehe. Das ist so eine Arbeitsstelle. Ist doch arg anstrengend. Da muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen. Dementsprechend komme ich kaum hinterher jetzt irgendwie so. Zumal ja auch gerade erst die Eröffnungsphase läuft. Ne? Nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz ziehen wir jetzt einfach mal ein paar Scheiben wieder durch hier. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf und dann sehen wir mal, was wir irgendwie wieder hier so in unserer Plattenkiste finden, würde ich mal sagen. Ne? Dementsprechend greife ich einfach mal wieder so ein bisschen hier in meine Sammlung rein und ziehen wir einfach mal ein paar raus. Fangen wir einfach mal hier mit an, und zwar ist das hier mal wieder eine schöne alte Compilation, ist das, glaube ich, von der guten alten 70er Jahre Krautrock-Band Novalis nach dem gleichnamigen Dichter. Ne? Hier Hartwig Bier, Eiche, Drummer, der bekannteste eigentlich der Band gewesen. Der Sänger, ich weiß gar nicht, wie die nennen, ich glaube, Detlef Job hieß der gute Mann. Natürlich durch seinen. Also war es sehr, sehr dichtreich, das Ganze gewesen. Ne? Musikalisch waren die in den 70ern schon sehr angesagt gewesen. Größter Hit natürlich, wenn wer Schmetterlinge lachen hört oder eben halt auch Sommerabend und sowas. Die habe ich auch irgendwo rumfliegen, hatten wir glaube ich wahrscheinlich auch schon mal irgendwie. Das war mal eine schöne Compilation hier aus dem Hause Brain. Ich glaube irgendwie 73, 72 oder irgendwie sowas. 76, ne, weiß ich jetzt auch nicht mehr ganz genau. Weiß ich auch nicht mehr ganz genau. Natürlich gemacht das Ganze hier von Achim Reichel und Co. produziert. Ne? Ja, guck mal, jetzt habe ich wieder meinen besagten Plattenständer nicht da. Ne? Sehe ich gerade. Ne? Also, das ist ja wieder hier alles schon wieder vergessen. Ne? Sorry, Jungs. Hat ja eigentlich immer ganz gut geklappt unten. Ne? Hier klappt das hier. Ich habe gar nichts hier, wo ich was draufstellen kann. Hier steht alles rum, aber ich habe nichts zum Draufstellen. Ist da natürlich ein bisschen blöd. Ne? Für mich ist das vielleicht so, kann man vielleicht nicht mehr richtig sehen, glaube ich, aber vielleicht ein bisschen. Ne? Nur war es noch einmal hier ganz dicht dran, aber es spiegelt sich sowieso wieder alles ganz doll. Machen wir es irgendwie so, vielleicht geht das auch so ein bisschen. Und noch einen schönen Soundtrack hier von Eddie and the Cruisers. Ne? Bitte schön, das ist auch eine wunderschöne Platte. Im Prinzip ist die Musik von John Cafferty, mit den Beaver Brown Band oder irgendwie so ähnlich. Ne? Der Film war relativ cool, war irgendwie ein Musiker oder so, der irgendwie relativ früh verstorben ist. Zumindest glaubte man das, wenn das so irgendwie so war. Und dann tauchte der irgendwie wieder auf. Nee, wie war denn das noch? Weiß ich auch selber nicht mehr so ganz genau. Das ist ein kleiner Film, könnt ihr mal reinziehen. Musiker. Ich glaube, der war dann verstorben, aber keiner wusste das so genau oder irgendwie so. Auf einmal taucht er wieder auf oder irgendwie so, hatte dann irgendwie verstorbene, verschollene Aufnahmen oder irgendwie so. Ich weiß das nicht mehr ganz genau, wie das war. War auf jeden Fall ein relativ cooler Musikfilm irgendwie so. Die Mucke ist so ein bisschen angelehnt, so Rockballaden, Rockpop à la Bruce Springsteen, würde ich das mal irgendwie so bezeichnen. Das klingt auch irgendwie ein bisschen ähnlich, ne? Eddie and the Cruisers Soundtrack hier mit der Musik von John Cafferty und performt mit den Beaver Brown Band. Bitteschön. Ja, ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Bisschen weit weg wahrscheinlich, ne? Aber egal. Ne? Ja. Macht ja nichts. Schauen wir mal weiter hier ins wilde Programm, was wir hier noch so haben. Na, wenn wir hier vielleicht nochmal rein. So. Dann nochmal zwei raus. Ja, das ist auch sehr interessant jetzt hier. Und zwar habe ich hier einmal Holger Tschukay. Ne? Holger Tschukay und Ja Wobbel und Jaki Liebezeit. Liebezeit. Ne? Das sind ja im Prinzip, also Jaki Liebezeit und Holger Tschukay waren ja beides, soweit ich weiß, Mitbegründer von der Band Can. Ne? Auch ganz frühe 70er Jahre Band, die es auch international geschafft haben. Ne? Ich glaube, die kommen irgendwie aus Quakenbrück oder irgendwie so. Ich bin jetzt gar nicht ganz sicher. Ne? Coole Band gewesen, Can. Hat's nicht, glaub, ich glaube, der Holger Tschukay ist relativ schnell ausgetreten von der Band, hat sich dann woanders irgendwie breit gemacht. Der hatte viele, viele schöne Sachen gemacht. Ne? Auch der Jar Wobble, auch ein interessanter Typ gewesen. Ich glaube, der ist eher mehr produzententechnisch irgendwie unterwegs, auch international mit vielen großen Leuten zusammengearbeitet, von dem ich jetzt natürlich keinen weiß. Ne? Diese Scheibe hier an sich ist sehr interessant, weil es ist irgendwie so eine elektronische Art. Wie ich das sagen soll, das ist so Atmucke, ne? Relativ gut. Die war echt cool, die Scheibe. Muss ich nochmal wieder reinziehen, irgendwie so. Das ist so elektronische Independence-Art-Musik. Also so ein bisschen, ich kann es gar nicht sagen, so Kraftwerk kann man auch nicht nennen.
Das wäre ja zu elektronisch, aber eine coole Scheibe letztendlich. Sorry, meine super duper Ansagen irgendwie hier. Die Scheibe Full Circle. Ja, mehr weiß ich jetzt momentan auch nicht mehr so ganz genau. Außer dass es irgendwie eine geile Platte war. Ja. Was die Jungs jetzt alle so gemacht haben, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Jackie Lieberzeit war auf jeden Fall der Drummer damals von Can. Das weiß ich nicht. Holger Czuka hat, glaube ich, irgendwie ihr Keyboard und solche Sachen gespielt. Wenn ich mich nicht täusche, war der Gitarrist, der war glaube ich der Gitarrist, ne, von ihr Can. Ne? Weiß ich auch nicht mehr ganz genau. Tja. Ne, so ist das wie immer mal wieder. Nicht so viel Ahnung jetzt hier. Full Circle heißt die Scheibe von Czuka, Jawohl und Jackie Lieberzeit. Ne? Ist auf jeden Fall eine coole Platte. Also die kann man sich echt mal irgendwie reinziehen oder antun. Ne? Und dann habe ich hier die Force MDs. Ja, die sehen auch so aus. Das ist so Oldschool, Soul, Hip-Hop. Hip-Hop nicht so wirklich. Also schon so, ja, ist doch. Die haben auch schon ein bisschen gehip-hoppt, die Jungs. Größter Titel hier drauf war Tender Love. Das war auch so eine Schnulze aus den 80er Jahren, glaube ich. Ich glaube, die Fat Boys haben auch irgendwie ein bisschen was mit zu tun gehabt. Eigentlich eine ganz coole Truppe. Die haben ganz gute Soul-Mucke gemacht. Frühe Soul-Hip-Hop-Band, irgendwie so aus den 80er Jahren, haben auch mehrere schöne Sachen gemacht. Das weiß ich. Sie waren auch ganz gut im Geschäft, glaube ich. Fünf Männer, Gesangsstimmen, ein bisschen Hip-Hop drauf, coole Soul-Musik gemacht. Bei den Mädels kam das wunderbar an. Kann man nicht viel verkehrt machen mit dieser Scheibe, wenn man so ein bisschen in die Soul-Richtung angeartet ist. Ne? Sieht auch irgendwie schrill aus, sie mit ihren Nerzen hier. Das war doch die Zeit, wo man noch gezeigt hat, dass man einen Nerz trägt. Ne? Heute wird man dafür ja geächtet, sag ich mal so. Ne? Das macht man ja nicht mehr, sowas. Ne? Ja, schauen wir mal weiter, was wir sonst noch irgendwie so hier im Programm finden. Okay. Da weiß ich jetzt auch nicht so ganz genau, was wir jetzt hier haben. Das ist ja. Okay, eine frühe Jazzplatte habe ich jetzt hier auf jeden Fall. From Spiritual to Swing. John Hammond Present in der Carnegie Hall Konzert von 1938-39. Sidney Bechet, okay, alles klar. Benny Goodman, Count Basie, Lionel Hampton, Sonny Terry und Helen Humes. Alles hier drauf, was sie Rang und Namen hatte. Und damals in der Carnegie Hall in den 30er Jahren in Amerika Rang und Namen hatte. Ne? Also Jazz, Free Jazz wollte ich gerade sagen, Dixie Jazz vom Allerfeinsten. Ne? Ansonsten die Scheibe sagt mir jetzt. Und kenne ich auch nicht allzu genau. Ne? So. Zack. Schnell weggehauen, das Ding. Ne? Und The Best of Titanic. Ne? Titanic, das war ja auch nun wieder eine deutsche Band. Kann ich aber jetzt auch nicht mehr so richtig einreihen, wo die nun wieder war. Auch ganz frühe 70er Jahre, würde ich mal sagen. 75. Ne? Das war doch eine deutsche Band. Das sehen auf jeden Fall irgendwie so aus. Ja. Ja. Aber ich weiß es jetzt nicht mehr, ganz ehrlich so. Also mein Gott, was mache ich denn da? Ne? Also hier, das kaum ist man mal irgendwie 5 Tage wieder am Arbeiten, dann hat man nichts mehr in der Birne. Ne? Dann hat man nur noch andere Sachen im Kopf. Ich meine, momentan weiß ich von Udo fast alles. Aber das ist ja ganz viel auf einem ganz anderen Blatt. Ne? Boah, so läuft das manchmal, Jungs, Mädels, Freunde der Schallplattentruppe. Ja, ansonsten kann ich hier nochmal rein. Oh, so. Auch noch mal ein paar rausgezogen. Macht ja auch immer wieder Spaß, ne? So. So. Das ist ja echt nur Titanic. Wir waren nur Titanic. Wieso weiß ich das denn nicht mehr? Komm ich nicht drauf. Komm ich nicht drauf. Ja. Hat ja nur 3 schöne Platten. Ich denke mir, das ist auch dann schon wieder ganz toll. Paul Simon Konzert in the Park. 1991. Wahnsinnskonzert hier von Paul Simon. Ich glaube, rausgebracht das Ding zum 50. Geburtstag von Art Garfunkel. Irgendwie so viele namhafte Musiker natürlich irgendwie mit bei. Ne? Michael Brecker, Vincent Nguni, Richard T., ne? Tony Kendris. Also so viele geile Musiker gehabt, der Mann. Und das Ganze hier vor, ich weiß nicht, 500.000 Menschen im Central Park hier gespielt. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Das Ganze wurde auch nochmal, glaube ich, live mitgeschnitten. Als Kino-TV-Show gibt es alles Mögliche drüber, über dieses Konzert. Ne? Ganz, ganz toll. Coole, coole Weltmusik
von Paul Simon. Schöne Hits natürlich drauf, was soll man dazu sagen? Doppel-LP vom Allerfeinsten. Paul Simons Konzert in the Park vom August 1991. Die ist auch richtig toll. Oh, da war ein bisschen Rock'n'Roll hier, früher Rock'n'Roll à la Ritchie Blackmore, ne? Und natürlich, und zwar ist das natürlich Rainbow Difficult to Cure. Ne? Also auch eine richtig schöne Scheibe natürlich, irgendwie so. Roger Glover noch mit bei, ne? Julian Turner noch irgendwie an den Gesängen damit bei. Geile Scheibe. Coole Rock'n'Roll-Scheibe hier. Ne? Auch noch witzig ist sie auch noch drauf. Auf dieses Ding, das beste Stück fand ich auch damals immer, das ist hier das Spotlight Kit, ne? Ist ja, glaube ich, auch, wenn ich mich nicht täusche, eine Coverversion gewesen von einer deutschen Band, wenn ich mich nicht täusche. Das war richtig so ein Speed-Teil, ne? Ganz bekanntes Stück. Das war eine deutsche Metal-Band, von dem sie es gecovert haben, genau. Difficult to Cut. Schöne Scheibe natürlich, irgendwie aus dem Jahre 87 oder irgendwie sowas. Weiß ich jetzt auch schon nicht mehr ganz genau. Nee, finde ich jetzt irgendwie nicht so richtig. Ich habe meine Augen machen auch nicht mehr so richtig dolle mit, ne? Rainbow Difficult to Cut, bitteschön, schöne frühe Rainbow-Scheibe, ne? Ja, und nochmal hier die Hardcore Super Duper Band der Krautrock-Szene. Und zwar ist das Jane. Ne? Ganz, ganz früher. Ich glaube, das ist das Debütalbum von Jane. Das war natürlich auch richtig, richtig klasse. Weil Jane war ja nun wirklich auch eigentlich so die Mitbegründer der Krautrock-Szene in Deutschland damals zu der Zeit. Ja, ich weiß ja, kann ich auch schon mal, natürlich jetzt hier Peter Panka, genau, Peter Panka war ja der Hauptdrummer, danach gab es noch irgendwie Peter Panka als Jane, die hatten jetzt ja auch alle Stress gehabt irgendwann später und dann war diese Namensgeschichten Quatsch, aber keiner durfte mehr Jane heißen, hieß das irgendwie Peter Panka Jane oder Werner Nadoldi Jane oder irgendwie so, keine Ahnung, was das da irgendwie alles war. War auf jeden Fall eine geile Truppe. Also ganz, 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 ganz klasse Musik. Natürlich auch international bekannt. Hier auch von Brain damals rausgebracht, das ganze Ding. Das hier ist das Debüt, das weiß ich noch ganz genau. Auch von Connie Plank hier irgendwie mit produziert. Super. Ganz tolle Scheibe. Ziemlich cooles Cover. Leider hier schon so ein bisschen abgeschrammelt. Da hat die Jahre eben halt auch hinter sich, ne? Das Ding. Ne? Sieht ein bisschen abgerockt aus. Aber die Scheibe selber natürlich ist noch einigermaßen im Griff. Ne? Damals hier im Star Music Studio in Hamburg auch aufgenommen. Das Ding, schöne Scheibe. Jane, hier nochmal, das Debütalbum. Ich glaube, weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Wie hieß die nochmal? Steht da vorne drauf. In some, Together. Together hieß sie. Ne? Genau, das war die erste Scheibe. Cool. Ja, schöne Platte. Freue mich auch wieder mal drüber. Zack, so. Ja. Ne? So lebt das hier. Ne? Und jetzt, ja. Tut mir leid, ich bin irgendwie ein bisschen durch den Wind. Das liegt wirklich echt daran. Ich hoffe, ihr habt da ein bisschen Verständnis für, dass ich momentan in der Anfangsphase echt relativ viel arbeite, eigentlich gar nicht so viel wollte. Aber das ist so eine Mischung aus echt cool und müssen wir irgendwie jetzt durch. Ne? Ich möchte es auf jeden Fall mal irgendwie jetzt noch ein bisschen kennenlernen, mal sehen, was da noch so weitergeht. So jeden Tag den Eierlikör mit Udo ziehen wir uns nicht rein. Kommt aber gelegentlich vor. Dementsprechend schauen wir mal, wie es weitergeht. Ne? Nicht, dass ich dann zum Alki werde hier oder so. Okay, Leute, lasst es euch gut gehen. Wir machen jetzt die Tage nochmal wieder frisch frei weiter. Ich habe Dienstag frei, das weiß ich definitiv. Dementsprechend. Nein, Mittwoch habe ich frei. Da werde ich mich mal einen Tag widmen. Und werde hier mal ein paar neue Platten kaufen und mal wieder mal was ganz Frisches vorstellen. Also ich habe mir ein paar schöne mir mal irgendwie angehört und die fand ich richtig toll. Dementsprechend schauen wir mal. Aber machen wir später. Lasst es euch gut gehen, liebe Leute. Wir hören uns auf jeden Fall. Ne? Bis dann. Tschüss.